Tekki Sandra. Details, Tekki Sandan. Tekki Sandan hat ähnliche Bewegungen wie Haiyan Sandan, also viele Kosa-Uke. Ich erkläre die ersten zwei Bewegungen. Das erste ist immer die Abwehr Uchi-Uke, aber mit Übernehmen des einen Armes. Also übernehmen heißt, ein Arm geht runter, nimmt den Arm an, der andere übernimmt und die Hüfte wird entgegengedreht. Zweites Kosa-Uke, annehmen. Übernehmen, schlagen. Das kann ein Uchi-Uke sein oder ein Gedan-Uke, ist beides okay. Jetzt Nummer 3, das ist ein Sotobarai. Sotobarai heißt eine seitliche Abwehr, wo der Arm weggefegt wird. Der Unterarm bleibt stehen, der andere Arm wird waagrecht nach innen genommen und die Hand leicht nach innen gedreht. Nächste Bewegung ist Nagashi-Uke. Dabei soll der Handrücken wieder außen sein. Und das letzte ist Urazuki. Beim Urazuki die Achselhöhle anspannen und aus der Hüfte schlagen. Zeig nochmal in einer Zeit langsam. Bei der nächsten Bewegung bleibt die Hand offen, also nicht ganz ranziehen, sondern kurz vor dem Körper stehen. Chudanzuki unten durch. Der Daumen ist innerhalb des Gelenks, also nicht oben drauf. Und jetzt der Arm wird nur gedreht und gleichzeitig der Blick, also entspannt drehen. Beim Übersetzen, der Arm bleibt nach oben gedreht, Gedan, der Daumen bleibt innerhalb des Ellbogengelenks. Und jetzt wird der Arm rausgedreht. Der Oberkörper bleibt von oben nach unten, auch wieder geht an. Zeige nochmal in einer Zeit langsam. Nach dem ersten Kiai, ja, das Urazuki, Blick. Jetzt wird übergesetzt und die Arme bleiben stehen, der Körper bleibt stehen. Es ist nur eine Fußbewegung und eine leichte Vibrationsbewegung. Das heißt, der Arm bleibt wirklich stehen, macht keine Abwehrbewegung. Ja, nochmal. Und dann geht es wieder weiter mit links Sotobarai. Der letzte Teil der Kata ist Tate Shuto. Unterschied zur Tekki Nidan. Tekki Nidan ist von oben, Tekki Sandan ist von der Seite. Ganz wichtig ist, der Ellbogen bleibt nicht oben, sondern wird nach unten genommen und dann weggedrückt. Kagezuki. Dann übersetzen. Jetzt nur mit einem Arm ausholen, Körper überkreuzen. Nagashi-Uke und Urazuki. Bunkai Tekki Sandan, erster Teil.
Ausgangsposition ist leicht versetzt, also kein Kippen, sondern leicht versetzt, rechter Fuß vorne. Variation Nummer 2, allerdings die Verteidigungen sind etwas anders. Angriffe sind genau gleich oder aus der Maille sind nur Zugangriffe. Zwei Variationen. Das erste gegen Maigiri und Kyamutsugi. Block rausziehen, entweder auf die Nase oder auf den Arm oder in die Schulter rein. Alles richtig. Variation Nummer 2 gegen zwei Maigiri. Eins, rüber, Blocke fassen und Kyamutsugi. Das ist dann die Variation Tate Shoto Kagetsuki.